Situation. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum Abschluss der Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses ist viel Staub aufgewirbelt worden, auch in der heutigen Debatte. Wir sollten aber den Blick auch auf die erzielten Ergebnisse werfen und diesen Blick nicht vernebeln lassen. Und darum möchte ich bei meinen Ausführungen als elfter und letzter Redner mich auf einige Maßnahmen konzentrieren, die der Ausschuss empfiehlt bzw. überwiegend schon angestoßen hat. Als Konsequenz aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses fand eine intensive Auseinandersetzung über technische, personelle und rechtliche Rahmenbedingungen unserer Nachrichtendienste statt. Vor allem hat die Koalition umfassende Reformen beschlossen, vor allem auch des Bundesnachrichtendienstgesetzes. Ich will noch mal daran erinnern, bis zum Inkrafttreten der Novelle gab es keine gesetzliche Spezialregelung für die Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den BND. Jetzt ist auch gesetzlich geklärt, dass dem BND eine Erhebung solcher Daten gestattet ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Die Erhebung muss verhältnismäßig sein und dem Auftragsprofil der Bundesregierung entsprechen. Für Suchbegriffe mit EU-Bezug gelten hohe Hürden. BND-Spitze und Bundeskanzleramt werden in die Verantwortung genommen. Für alle Erhebungen ist eine Anordnung des Bundeskanzleramtes notwendig, und diese Anordnungen müssen dann auch noch von einem neu eingerichteten Kontrollgremium, dem sogenannten unabhängigen Gremium, genehmigt werden. Mit der Reform wurde auch für die Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Rechtssicherheit geschaffen. Und mir ist wichtig zu sagen, die Mitarbeiter der Nachrichtendienste sind ein ganz entscheidender Faktor. Ohne Frage gab es gerade beim BND Fehlverhalten, das abgestellt werden musste und auch abgestellt wurde. Dies rechtfertigt aber nicht, die Mitarbeiter unserer Nachrichtendienste in ein bestimmtes Licht zu stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Union stehen hinter unseren Nachrichtendiensten und ihren Mitarbeitern, denn wir sind für ihre Arbeit, die sie für uns alle leisten, ihre schwierige Arbeit, außerordentlich dankbar. Die Spionageabwehr wurde neu ausgerichtet. Eine Privilegierung von bestimmten Nachrichtendiensten findet nicht mehr statt. Wir schauen nun grundsätzlich allen auf die Füße. Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass die personelle Aufstockung zwar erfolgt ist, sie aber vermutlich nicht ausreichen wird, um dauerhaft einen 360-Grad-Blick zu gewährleisten. Wenn wir dies wünschen, und ich nehme an, das wünschen wir uns alle, brauchen wir wohl eine weitere Aufstockung. Angesichts der derzeit noch begrenzten Ressourcen liegen daher die Schwerpunkte der Spionageabwehr weiterhin nicht bei den Five Eyes-Staaten. Die Schwerpunkte liegen vielmehr bei Russland, China, Nordkorea, der Türkei, dem Iran und anderen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Und das ist auch richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausspähen unter Freunden ist höchst problematisch. Ausspähaktivitäten von nicht befreundeten Staaten bringen aber weit höhere Risiken mit sich. Und darum wird uns von Seiten der Opposition ein schiefes Bild präsentiert, wenn mit dem Finger vor allem in Richtung der USA und der anderen Five Eyes-Staaten gezeigt wird. Die Aktivitäten der von mir eben genannten Staaten müssen uns weitaus größere Sorgen bereiten. Zuletzt möchte ich erwähnen, dass die Koalition auch die parlamentarische Kontrolle effektiver gemacht hat. Das parlamentarische Kontrollgremium wird durch einen ständigen Bevollmächtigten und einen entsprechenden administrativen Unterbau gestärkt. Und wir sind davon überzeugt, dass die Kontrollarbeit des Gremiums durch diese qualifizierte Zuarbeit, und hier zitiere ich den Abschlussbericht, aktiver, systematischer und schlagkräftiger wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir haben die richtigen Schlüsse aus der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses gezogen. Wir haben die notwendigen Reformen unserer Nachrichtendienste durchgesetzt. Wir haben daneben auch die Kontrolle der Dienste reformiert. Und wir haben die Gefahren in den Blick genommen, die durch Spionageaktivitäten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entstehen. Gleichzeitig sind wir der Dämonisierung der Nachrichtendienste durch die Opposition durch eine konsequente, aber an der Sache orientierten Aufarbeitung entgegengetreten. Alles in allem ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann. Und wir als Union, das darf ich abschließend sagen, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Herzlichen Dank. Vielen Dank.